BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Ich habe euch alle zwar heute schon am Trainingsgelände begrüßt, trotzdem nochmal herzlich willkommen hier im Trainingslager von Borussia Dortmund, wieder in La Manga, euch allen. Wir begrüßen heute zur ersten Pressekonferenz ein neues Gesicht, Kevin Campbell, Neuzugang von Red Bull Salzburg und so wie wir ihn kennengelernt haben in den ersten Tagen, ein richtig guter Typ, der die Truppe sehr bereichert und mit Erik Durm auf dem Zimmer liegt. Kevin, eine Frage an dich, Katastrophe oder habt ihr euch zusammengerauft? Ah, ist eine Riesenkatastrophe für mich. Also nein, Quatsch. Ist ein sehr angenehmer Typ. Macht Spaß mit ihm. Hat mich super aufgenommen. Und da bin ich froh, dass ich so einen super Zimmerpartner habe. Wir haben heute eine Einheit gehabt. Heute Morgen, die war sehr intensiv auf 4 Tore. Wie bewertest du die Belastung jetzt in den ersten Tagen? Was ist neu für dich? Und was ist vielleicht schon sehr vertraut? Ja gut, ich glaube, dass jeder Verein da so seine eigenen Prinzipien hat, wie man die Belastung steuert. Aber Fakt ist, wir brauchen Belastung und das ist auch schon gut so, dass wir da ordentlich Gas geben. Ich glaube, das wird uns allen gut tun, auch wenn es hart ist, aber so muss das sein im Trainingslager und deswegen finde ich, sind das bisher super Einheiten. Eure Fragen an Kevin Campbell, die erste kommt von Harald Grundmann von der ARD. Kevin, du hast ja in deinen relativ jungen Jahren schon einige Vereine auch gesehen. Was ist jetzt das Besondere an diesem Wechsel? Ja, das Besondere ist einfach, dass irgendwo schon ein Kindheitstraum wahr wird. Mein Ziel war ja immer wieder, aus Österreich irgendwann wieder den Sprung nach Deutschland zu schaffen und dann zu dem Verein, wo du als Kind großer Anhänger von warst, ist natürlich für mich persönlich alles wie ein Traum im Moment, den man irgendwie schwer realisiert. Aber ich freue mich einfach. Ich möchte hier Gas geben, ich möchte mein Bestes geben, so wie ich das immer mache. Und deswegen hoffe ich, dass ich dann schnell der Mannschaft mit meinen Stärken helfen kann und mich da schnell integrieren werde. Thomas Hennecke vom Kicker Sportmagazin. Kevin, die Welt hat kurz vor Weihnachten eine Geschichte über deinen Wechsel überschrieben mit der Zeile: Campbell schreckt das Marodebär BVB Mittelfeld auf. Schreckt dich diese Erwartung? Nein, also ja gut, ich muss damit umgehen, dass die Erwartungen hoch sind, das ist normal, wenn man in so einer Situation zu so einem großen Verein wechselt, aber ich glaube, ich kann damit ganz gut umgehen. Für mich ist das Wichtigste, dass ich mich gut einfinde hier, dass ich gut aufgenommen werde, weil dann ist es für einen Fußballer immer leichter, direkt Vollgas zu geben und seine Stärken auf den Platz zu bringen. Und so wie das die ersten Tage abgelaufen ist, jetzt die erste Woche, es war super. Die Mannschaft hat mich extrem gut aufgenommen. Die Jungs sind alle nett zu mir, kommen auf mich zu. Und wie gesagt, das macht es mir um einiges einfacher. Thomas nochmal. Eine andere Option für dich spätestens im Sommer wäre auch bei Leverkusen mit deinem Förderer, Ausbilder, wie auch immer, Roger Schmidt gewesen. Warum dann doch Dortmund, wenn es bei Roger Schmidt vielleicht etwas weiter gegangen wäre? Ja, ich glaube, leichter wäre es nicht gewesen. Da wäre es genauso schwer gewesen, sich durchzusetzen wie hier. Und ich hatte hier einfach super Gespräche, die mich davon überzeugt haben, das einfach jetzt zu machen, egal wie die Situation im Moment ist. Und das war mir bewusst. Und ja, am Ende muss man einfach sagen, dass die Gespräche mit Dortmund positiver waren und dass Dortmund sich da mehr Mühe gegeben hat und ich jetzt froh bin, ein Teil von dieser Mannschaft zu sein. Stefan Schäuble von Sky Sport News HD. Welches erwartest du für die größte Herausforderung für dich als Sportlicher aus der österreichischen in die deutsche Bundesliga weg? Ja, ich glaube, es ist in allen Belangen nochmal viel intensiver. Ich glaube, vom Läuferischen, vom Zweikampfverhalten, vom schnellen Spiel. Aber ich glaube, dass ich jetzt mit 24 genau in dem Alter bin, wo ich für den nächsten Sprung geeignet bin. Und ich hatte jetzt 2,5 super Jahre in Salzburg, habe mich super weiterentwickelt, menschlich und spielerisch, habe extrem, extrem viel lernen dürfen. Und deswegen fühle ich mich jetzt einfach bereit, diesen Schritt zu gehen und freue mich einfach darauf. Thorsten Langenbahn von Sport 1. Wie würdest du deine Rolle auf dem Platz beschreiben? Deine Spielweise? Ja, ich glaube, dass Dortmund so von den Grundlagen und von diesem Spiel
gut zu mir passt. Ich glaube, dass Dortmund auch da auf dieses Gegenpressing setzt, nach Ballverlust schnell Balleroberung vom gegnerischen Tor, schnell den Abschluss suchen, die Lücke suchen, und ich glaube, das passt einfach zu mir, und deswegen glaube ich, dass ich hier gut aufgehoben bin. Wie gesagt, es ist natürlich immer ein bisschen komisch, wenn man als einziger neu kommt zu einer Mannschaft, aber die Mannschaft hat es mir extrem einfach gemacht, und sind alle, wie gesagt, super nett zu mir, und das hilft mir wirklich extrem, weil ich ein Typ bin, der das dann auch ein bisschen braucht, so die Nähe zu anderen Spielern und Offenheit, und deswegen, das ist hier super, und deswegen kann ich, glaube ich, von Anfang an noch dann Gas geben. Wir gehen zur Bild, Moritz Leikam. Deine Spielweise wird auch oft mit der von Marco Reus verglichen. Ich habe beides Jugendspieler. Wie siehst du das selbst? Habt ihr ein ähnliches Spiel? Und ist er vielleicht ein Spieler, von dem man sich auch was abgucken kann? Ja, natürlich. Wenn man jetzt mit so Stars zusammenspielt, dann ist es, wie gesagt, erstmal was Neues, aber auch was extrem Schönes. Ich freue mich einfach auf die Zeit mit diesen Superspielern. Ich glaube, dass ich mir da einiges noch abgucken kann. Ich glaube, dass ich in meiner Entwicklung noch nicht am Ende bin, dass ich mich da noch weiterentwickeln kann in allen Belangen. Und deswegen habe ich das ja auch gemacht. Ich möchte mich einfach an meine Grenzen kommen, an meine Grenzen stoßen. Und ich glaube, das kann ich hier bei diesem Verein. Ich glaube, dass Marco auch ein Spieler ist, der dafür super geeignet ist, für dieses Gegenpressing, für dieses schnelle Spiel, für diese kurzen, schnellen Bewegungen, schnelles Ball führen, die Lücken suchen, und ich glaube, dass wir uns da ganz gut ergänzen könnten und hoffentlich auch werden. Dirk Krampe von den Ruhr Nachrichten. Du hast in Salzburg ja vorwiegend rechte Außenbahn gespielt. Ist das auch so die Position, die du hier für dich siehst? Oder wie fühlst du dich auf der 10 zum Beispiel wohl? Wäre das auch eine Option? Ja, ich spiele zum Beispiel in der Nationalmannschaft immer nur auf der 10 hinter der Spitze. In Salzburg war ich jetzt kein klassischer Außenflügel, der da hoch und runter marschiert. Ich war eher so ein halbrechter Zehner. Wir haben eher mit zwei Halbpositionen gespielt und nicht mit klassischen Außenflügeln. Aber allgemein kann ich eigentlich im Mittelfeld jede Position spielen. Ich habe schon links gespielt, auf der 10 rechts und auch schon auf der 8 als offensiver Sechser habe ich auch schon einige Jahre in meinem Leben gespielt, und deswegen ist es mir eigentlich am Ende egal, wo ich aufgestellt werde. Ich versuche immer mein Bestes zu geben. Gibt es weitere Fragen an Kevin Krampe? Harald Grundmann von der ARD nochmal. Kevin, du hast ja sicherlich auch, sagen wir mal, die Situation von Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Hinrunde dann aus Salzburg aus der Distanz beobachtet und als Anhänger dieses Vereins sicherlich auch mit Verwunderung registriert, wo es da hingegangen ist in der Liga. Jetzt bist du in diesem ganzen Konstrukt dabei. Ist das für dich jetzt eine Art Drucksituation? Ja, für mich ist es eigentlich eine positive Druckposition, weil mir war das bewusst, was ich da mache, und ich würde es nicht machen, wenn ich es mir nicht zutrauen würde. Scherben bringen Glück. Ich traue mir das absolut zu, und ich glaube, dass das mal passieren kann, so eine Situation, aber ich glaube, dass Dortmund von dem ganzen Konstrukt her, von dem Verein her, da unten nicht reingehört, und ich glaube, das werden wir jetzt gut aufarbeiten in dieser Wintervorbereitung, und dann wird das in der Rückrunde auch anders aussehen. Dirk Krampe. Spürst du, dass du in eine Mannschaft reingekommen bist, die in der Krise steckt? Spürt man da so eine bestimmte Anspannung bei deinen Mitspielern? Ja, Anspannung muss ja da sein. Es muss ja jedem die Situation bewusst sein. Man kann ja jetzt nicht alles positiv reden. Ich glaube, jeder weiß, worum es geht, worum es in dem Verein jetzt geht. Und da müssen wir uns alle an der Hand packen und uns gemeinsam da rausziehen. Nur so können wir das, glaube ich, schaffen. Und das ist uns allen, glaube ich, bewusst. Wir reden darüber, und deswegen, wie gesagt, brauchen wir jetzt eine super Vorbereitung im Winter, damit wir richtig fit werden und damit wir dann direkt zum Start der Rückrunde voll da sind und direkt möglichst viele Punkte sammeln können. So, die letzten drei Fragen bitte. Stefan Schäuble, Sky Sport News, HD, beginnt. Wo siehst du also den größten Unterschied von Salzburg zu Dortmund, was die Stimmung betrifft? In Salzburg habt ihr immer oben mitgespielt, klar, da war die Stimmung entsprechend. Und jetzt kommt eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. Wo spürst du da in den ersten Tagen den größten Unterschied? Ja, ich habe mir da überhaupt nicht so viele Gedanken drum gemacht. Also ich spüre da keinen Riesenunterschied. Das ist ähnlich wie in Salzburg, das ist alles
ja, eher familiär und da ist man eine Einheit auf dem Platz, so war es in Salzburg genauso. Und in Salzburg hatten wir auch Situationen oft, wo es mal nicht gut lief. Da haben wir uns auch zusammen wieder rausgeholt und genauso müssen wir das jetzt hier auch machen. Ja, in den letzten Jahren gab es so viele Erfolge und alles und jetzt gibt es halt einfach mal eine Situation, wo es nicht so gut läuft. Und ja, das kann mal passieren und wie gesagt, ich glaube fest daran, dass wir uns da ja schnell gemeinsam rausholen werden. Ich sehe keine Handzeichen, doch. Harald Grundmann noch. Du sprichst ja perfekt Deutsch, hast glaube ich auch, weiß ich nicht, 100% in dem deutschsprachigen Raum gelebt. Wie siehst du das zwischen Slowenien und Deutschland? Wie viel Prozent fühlst du dich als Deutscher vielleicht oder ist das zu viel gesagt? Ja, meine Eltern sind sehr früh aus Slowenien nach Deutschland gekommen, der Arbeit wegen. Und natürlich habe ich Deutschland einiges zu verdanken, fast alles. Meine Familie fühlt sich super wohl in Deutschland. Aber ich habe auch noch zwei Schwestern in Slowenien und habe auch einen guten Bezug zu Slowenien. Immer wenn ich frei hatte als Kind, waren wir meistens 6 Wochen dann im Sommer in Slowenien und fast 3 Wochen dann im Winter dort. Deswegen, also ich habe da schon einen engen Bezug zu Slowenien, aber natürlich auch Deutschland einiges zu verdanken. Aber trotzdem bin ich froh, ja, dass ich für Slowenien spielen darf. Das war schon gut überlegt. Also aus meiner Familie haben alle slowenische Pässe und deswegen war für mich klar dann, dass ich da nicht als Einziger irgendwie was anderes machen möchte, sondern mir war von Anfang an klar, dass ich gerne, wenn ich die Möglichkeit kriege, irgendwann auch für mein Land dann spielen möchte. Zeit für eine Frage haben wir noch. Die kommt von Daniel Berg von der Westfalenpost. Wenn ich richtig gelesen habe, hast du 2 ältere Brüder, die auch sehr gut Fußball spielten, die aber nicht unbedingt die gleichen Möglichkeiten wie du hatten. Kannst du das ein bisschen darlegen, wie deine Familie dich dann unterstützt hat? Ja, ich hatte da Riesenglück, dass meine Familie mich wirklich da in den Belangen extrem gut gefördert hat und immer für mich da war. Meine Brüder waren sehr große Talente beide, aber hatten nie die Möglichkeit, jeden Tag zum Training gefahren zu werden, weil meine Eltern sehr viel arbeiten mussten. Und dann haben meine Brüder, als ich dann die Chance bekommen hatte, nach Leverkusen zu gehen, die Aufgabe übernommen, haben mich jeden Tag nach der Arbeit dann zum Training gefahren. Egal was für eine Schicht die hatten, waren immer da, zu Turnieren immer gebracht, zu spielen. Dann hat meine Mama extra noch mit 50 den Führerschein gemacht, weil meine Brüder irgendwann mich nicht mehr fahren konnten und dann hat sie den Part übernommen und deswegen hätte ich es ohne meine Familie wahrscheinlich niemals jetzt hierhin auf diesen Sessel geschafft und deswegen danke ich ihnen da extrem für und bin stolz, dass ich so eine Familie habe. Da haben wir am Ende der ersten Pressekonferenz das Thema Führerschein auch wieder, das ist schön. Ja, vielen Dank, Kevin, für die erste Pressekonferenz. Ich glaube, das war ein guter Auftakt und wir sehen uns morgen wieder mit Sebastian Kehlde an dieser Stelle. Danke und bis morgen. Tschüss. Ciao.